Ja, moin, ne, werte Zuschauerschaft. Und herzlich willkommen zurück nach langer Zeit zu Wild Hearts. Ja, lange Zeit gab es dieses Spiel nicht. Bevor ich jetzt hier weiter rede, will ich erst einmal kurz abhören, ob das von der Lautstärke her so passt, weil ich hier gerade vor dem Stream schon ein bisschen rumprobiert habe. Ich bin direkt ganz ehrlich, ich habe das Spiel jetzt einen Monat lang nicht mehr angefasst. Abgesehen von so ein paar leichten Teststreams. Also verwundert euch nicht, dass ich aus der Steuerung raus bin. Ich habe gerade hier so ein bisschen Campchen rumprobiert. Man sieht auch im Vergleich zu damals, dass das jetzt ein bisschen besser funktioniert, nachdem ein paar Updates reinkamen. Also es ist wieder spielbar, beziehungsweise es ist wieder streambar. Normal spielen geht im 4K, aber ja, streamen nicht. Ich zeige euch auch direkt, dass ich hier nicht komplett im 4K spiele. Besser geht es nicht. Also ich kann nicht die komplett höchste Auflösung nehmen, aber wir haben die zweithöchste. Wir geben uns damit zufrieden. Hauptsache, das Spiel kackt nicht alle 10 Sekunden ab. Ja, ich weiß überhaupt nicht mehr, was war denn jetzt eigentlich nochmal unser Job hier. Erstmal das Zeug da aus dem Weg schaffen, damit es mich nicht die ganze Zeit nervt. Damit konnte ich es wegmachen. Ja, das Spiel war ja so ein Monster Hunters-like Game. Haben auch so ein, zwei Monster beim letzten Mal bekämpft. Für YouTube sage ich hier übrigens, dass ich das Projekt ab sofort so mache, dass ich, nachdem ich ein großes Monster besiegt habe, da so einen Cut so gesehen setze. Also wirklich, das gilt jetzt nur für YouTube. Bei Twitch läuft es dann einfach weiter. Wo ich dann einfach so eine vorgefertigte Abmod schon abspiele mit so geblurrtem Bild. Und dann so die Folgen dann aufteile, weil die Folgen sonst zu lang sind. Ich habe beim letzten Video so 5 Stunden an der Verarbeitung allein schon gesessen. Das ist eine Kunst. So, jetzt wollen wir uns aber eigentlich mal damit aufhalten, dass wir mal das tun, was wir tun sollen. Nämlich da hinten hingehen. Ich bin froh, dass das Spiel wieder funktioniert. Und ich wieder so ein bisschen rumhauen kann. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich überhaupt letztes Mal noch alles getan habe. Das letzte Video, beziehungsweise letzter Stream war ja wirklich so im Februar, 19. Februar. Ich habe gerade eben noch vor dem Stream nachgeguckt. Aus der Richtung von Minat. Es muss das Rapsfeld erreicht haben. Falls ihr euch Sorgen um eure Ausrüstung macht, schadet es nicht, kurz zum Lager zurückzukehren. Das fiel mir übrigens gerade ein, wo ich schon Ausrüstung gehört habe. Das Ding habe ich letztes Mal noch freigeschaltet, diese Flugleine. Die kann ich aufstellen und mir Zeug dann holen. Mir so eine Fluglinie machen. Warte mal, die probieren wir jetzt auch nochmal aus. Perfekte Position. Das ist also eine Flugleine. So, wo will ich denn hier hinziehen? Ich will mal die Flugleine. Wir machen sie mal nicht so hoch. Wir wollen uns ja nicht umbringen. Probieren wir es einfach mal an dem Baum da aus. Unglaublich, wie ihr mit Karakuri umwurkt. Ja, mit Karakuri. Ja, war auf dem Baum. Und bin ins Wasser gefallen. Ja! Perfekt. Ich wollte es ja nur ausprobieren. LW wegnehmen. Ja, hat doch gut funktioniert. So, da oben wollen wir hin. Dafür müssen wir auf jeden Fall diese Leine nutzen. Ich gucke auch so ganz nebenbei so ein bisschen übers Handy einmal ganz so auf den Stream. Einfach nur, um zu gucken, ob auch wirklich alles läuft. Da will ich momentan wirklich ein bisschen sicher gehen, dass alles funktioniert. Ich vertraue da dem Spiel immer noch nicht so 100%. Trotz der ganzen Teststreams, die ich vorher gemacht habe. Ach du böses Vieh, du wolltest mir was, hm? Ach, endlich kann ich euch wieder verkloppen. Das macht einen glücklich. So, jetzt mal Real Talk. Wie kommen wir am besten da hoch? Ich würde mal sagen, darüber, ne? Hallo, Turmfalke. Würden wir da nur irgendwie hochkommen?
Ja, würden wir da nur irgendwie hochkommen? Ich weiß auch nicht. Ja. Ich sollte dieses Sprungding nutzen. Das da. Ich wollte erst das Teil haben. Jetzt können wir das nutzen, um uns vielleicht irgendwann mal anständig anzustellen. Du weißt nicht, warum du mir folgst. Du weißt doch bei einem Steven dabei. Oder nicht? In Sola. Danke fürs Follow jedenfalls. Das Rapsfeld liegt direkt vor uns. Okay, dann gehen wir zum Rapsfeld. Und holen uns das gute Rapsöl. Ach so, du warst mir irgendwann entfolgt. Ja, da kann ich dir auch nicht sagen, warum. Es tut mir leid, dass ich euch die Probleme. Ich frag nochmal an die Zuschauerschaft selber, ob vom Sound her so alles passt. Weil ich muss mich erst an meine neue Soundkarte hier so ein bisschen gewöhnen. Also ob ihr das Spiel und mich gut hören könnt. Oh, ich hatte gerade Angst runterzufallen. Ich glaube, ich werde runterfallen. Okay, da schaffe ich es nicht hoch. Gut zu wissen. Ich muss gucken, dass ich nicht denselben Fehler mache wie die eine in der Clip Compilation mit diesem komischen Schussding. Die hat ja auch einen Clip von sich hier drin. Bei der Clip Compilation zu dem Spiel. Da hat sie ja einmal diese komische Drachenschnur gespannt und dann ist sie in den Abgrund geflogen und gestorben. Also ich habe schon gesehen, dass man sich damit sehr gut umbringen kann. Ich habe es ja selber gerade eben geschafft, ins Wasser zu fliegen. Und dabei wollte ich eigentlich nur mal an dem Baum testen, wie das Ding funktioniert. Das Feld sehen. Hier ist doch bestimmt eins von diesen komischen Viechern. Was mir hier folgt. Muss ich auch so eine riesige Liste finden. Ist hier irgendwas, das mir an den Kragen will? Hallo? Ich glaube, du willst mir an den Kragen. Schnell, versteckt euch! Ja, ich verstecke mich. Warte, hier, guck, ich verstecke mich. Hui! Ich bin so froh, dass das jetzt mittlerweile funktioniert, ne? Der sieht ganz nett aus. Ja. Der sieht so aus, als ob der mich essen will. Warum denke ich gerade an Schinken? Jetzt komme ich da nicht durch. Danke. Im Übrigen, warum ich jetzt den Avatar aus dem Bild gepackt habe, einfach nur bei Videosequenzen versuche ich den rauszupacken. Damit man die ganz sehen kann. Gar nicht gut. Ja, würde ich auch sagen. Ich bin mir sicher, dass ihr als Jäger das wisst. Aber mächtige Kemono wie der Yamaogachi können einen äußerst starken Einfluss auf ihre Umgebung haben. Ja, das habe ich gerade gesehen. Das ist eine ihrer Eigenheiten, soweit ich weiß. Sie passen die Umgebung an ihre eigene Lebensweise an. Ich habe den Eindruck, sie benötigen immer mehr und mehr Territorium. Manchmal ja, irgendwie sie müssen sie sich ja einen Vorteil verschaffen. Das ist an sich zwar kein Problem, aber manchmal werden dabei ganze Städte von Pflanzen durchwuchert oder versinken im Schnee. Das ist nicht so gut. Wenn wir also dem Floragrunzer erlauben, sich hier niederzulassen, könnte der Wald Minato überwuchern und wir wären heimatlos. Hatte ich nicht eingestellt, dass man die Helme nicht sieht? Ich kümmere mich darum. Nein? Ihr meint, das schafft ihr? Ich weiß, dass ihr ein fähiger Jäger seid, aber
Im Übrigen auch hier die Erklärung, warum ich das Spiel allein spiele. Meine Kollegen haben das Spiel nicht. Wenn ihr kämpfen werdet, möchte ich euch unterstützen. Ansonsten hätte ich zum Beispiel Kai oder Sunny dabei. Ein Kampf lässt sich wohl nicht vermeiden. Wie sollen wir sonst weiterkommen, ne? Ich kann nicht kämpfen, aber euch dabei helfen. Aber bitte unternehmt nichts, dem ihr euch nicht gewachsen fühlt. Bringt euch nicht in Gefahr. Okay, dann gehe ich wieder nach Hause. Nicht mal im Ernst, hatte ich nicht eingestellt, dass ich... Nee, der Knopf war es nicht. Welcher Knopf war es? Die Optionstaste. Ich hatte doch eingestellt, dass man die Helme nicht sieht. Nee. Okay. Nevermind. Dann habe ich halt einen Helm an. Wo ist das Vieh hin? Ich brauche erstmal Essen. So. Ich habe vergessen, in welche Richtung das Vieh ist. Da, die Viecher habe ich gerade eben gemeint. Die muss ich doch suchen. Wie sammle ich dich nochmal ein? Da war es doch an, Freunden. Ja, wir sind jetzt Freunde. Ja, ich habe einen Zukomo entdeckt. Ich hatte vergessen, wie die Viecher heißen. Ein Monat nicht gespielt, komplett raus. Na gut, ich konnte es auch nicht spielen, weil es einfach nicht funktioniert hatte. Irgendwie konnte man doch beobachten, wo das Vieh hockt oder nicht. Trittsteinbach, da ist ein komisches Teil. Ich finde noch raus, wie das wieder ging. Ist doch, meine ich, irgendwo hier runtergesprintet, oder nicht? Ich höre ihn. Das ist ein gutes Zeichen. Von oben spähen. Hallo Shane. Oder Otto Magic, wie du dich jetzt nennst. Wo ist das Vieh? Einfach dem Holz folgen? Okay, damit kann ich einen Überraschungsangriff machen. Wetten, ich verkack das. Okay, da ist der. Wir stellen das mal hier vorne auf. Kann ich mir irgendwo hier vorher noch ein paar von diesen Seilen holen? Ja, die Steine waren es doch. Gib mir Fäden. So. Muss ja auch irgendwie damit arbeiten können. So, Zeit sich umzubringen, habe ich gehört. Wo ist es hin? Ach da! Es verschmilzt mit seiner Umgebung. Kann ich das anders Vieh heften? Kannst du mal eben kurz hier auf die offene Fläche kommen? Ich will einen sauberen Schuss haben. Ich will wissen, ob ich das an dich kleben kann. Du kannst auf jeden Fall mein Bild zum Backen bringen. Ja, da ist es. So. Und. Snippen. Jetzt kriegst du auf den Deckel. Ja. Hat funktioniert. So, wir beide, wir haben jetzt Stress. Flora-Grunzer heißt das Vieh. Nein, aus! Au! Das hat weh getan. Das hilft, danke. Das war Heilmittel. Aua. Aua. Ja. Nee, das war das falsche Ding. Und das, womit man nach vorne stürmt. Das war's.
Nein, 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 ich bin da weg, ich bin da weg! Oh. Direkt der Panikmodus aktiviert. Autsch. Oh nö, Verwirrung. Sag mal, regst du das Vieh auf, indem du neben mir stehst? Nein, 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 ich bin hier weg. Geh weg da! Ich wusste, dass das passiert. Und tot. Dabei wollte ich sogar zur Seite ausweichen, ne? Habe ich irgendwas in der Nähe? Nö. Wir dürfen den ganzen Weg noch mal laufen. Ich glaube, bei dem Vieh wäre Fernkampf eine schlauere Idee. So, wir beide. Wir haben noch ein Rendezvous zu klären. Ich sehe dein Inneres. Es ist leer. Wie meine Seele. Ich habe vom Monster Hunter gelernt, immer, ja, mein neues Haustier, immer zuerst auf den Schweif gehen. Die werden auch überhaupt nicht aggressiv davon. Wie kannst du fettes Vieh dich eigentlich so schnell bewegen? Was? Was war das denn jetzt? Quicktime-Event, aber ein gutes. Ich weiß nicht, was das war, aber es hat funktioniert. Jetzt kriegst du aufs Maul. Was musste ich nochmal aktivieren, um diesen besonderen Modus zu aktivieren? Es gab doch so einen Zorn-Modus. Ein Moment, ich habe mein Chatfenster. Ich wollte sagen, Chatfenster ist drüber. Über der Anleitung. Wie konnte ich nochmal das Zeug verbinden? So nicht. Der hat hier irgendwie so einen Hypermodus, das Schwert. Gib mir Schinken! Wisst ihr, Leute, mir ist gerade so ein Gedanke gekommen. Das Vieh ist doch vom Prinzip eine Pflanze. Meint ihr, sein Fleisch ist vegan? Komm, sprint dagegen! Sprint dagegen! Du willst es und du weißt es. Ich habe gelernt, dass ich ein Bauwerk errichten kann. Ich glaube, es ist wütend. Wartet. Jetzt läuft es gerade weg. Jetzt mache ich einmal kurz mein Chatfenster auf die andere Seite. Dann sehe ich eventuell auch mal die Anleitung. Leihieb, ungewohnesten des Katana. Ah, so ging's. Ihr seht es die ganze Zeit, aber ich habe mein Chatfenster immer oben rechts in der Ecke.
Deswegen konnte ich das nicht sehen. Und falls ich mich fragen will, warum gönnst du dir nicht einfach einen zweiten Bildschirm? Ich habe den Platz hierfür nicht. Hätte ich mehr Platz, hätte ich einen zweiten Bildschirm extra für den Chat. Ja, jetzt gerade hat es ein bisschen geleckt. Ist doch in die Richtung hier gesprintet, oder nicht? So, jetzt kann ich die Ultimative aufs Maul gehen. Jetzt weiß ich, wie das Spiel funktioniert. Was ist das für ein komisches Ding? Ich war zu fasziniert von diesen froschartigen Viechern. Nein, nein, ich will weg. Steh auf, Jungen! Funktioniert schon so. Hier bin ich. Komm nur her. Ich habe einen Ball für dich. Ich glaube, wenn er so auf dem Boden so stampft und einen Sturm antäuschen will, dann muss ich stets das Teil dahinsetzen. Und wovon hast du vier? Vier von diesen Schweinen? Ich frag mich echt, was Vegetarier beim Anblick dieses Schweines denken. Ob sie denken, kann ich das essen? Vom Prinzip her? Achso, du hast vier Bildschirme. Ja, ich habe halt nur einen hier, weil ich nicht genügend Platz hätte für einen mehr. Okay, dann macht das zweimal. Heilen, heilen, heilen. Da war dieses Anstimmen, oder? Nee. War aber ein guter Schutzschild tatsächlich. Okay, der Schweif ist kaputt. Der wird eingesammelt. Das ist meiner. Jetzt ist er sauer. Aua. Funktioniert. Funktioniert nicht. Ich meinte da mit dem Ball, ne? Um Gottes Willen. Jetzt kommen die Pflanzentechniken. Nein, ich will das nicht. Hieß es nicht, der hat die Aufmerksamkeit auf sich? Oh Gott, das will ich, kann keinen Ball bauen. Sind hier zufällig irgendwo Feen in der Nähe? Ich hätte nämlich gerne die Möglichkeit, zumindest einen Ball zu bauen. Danke, da. Bitte, hab mich gerade nicht im Fokus. Oh, um Gottes Willen, du stehst direkt hinter mir. Bitte. Ich gebe dir alles, was du willst, aber lass mich das mitnehmen. Wie gesagt, ich hätte den Platz nicht dafür, sonst hätte ich hier einen zweiten Monitor. Wo ich dann extra nur den Chat drauf hätte. So machen es ja auch die meisten Streamer. Von nahen siehst du echt knuffig aus. Weißt du das? Ich glaube, das hat es nicht als Kompliment gesehen. Habe ich mal versucht, aber irgendwie funktioniert das beim Handy nicht so ganz. Um Gottes Willen, siehst du aggressiv aus. Okay, ich bin weg. Tschüss. Wer braucht einen Schutz, weil wenn er einen Baum hat?
Aua. Haust du gerade ab? Der haut ab. Ich kann kein Futter nachwerfen. Bevor ich hier weggehe, ich will gucken, ob hier irgendwo so ein Zukomo ist. Weil hier würde ich definitiv einen vermuten. Das war nicht hoch genug. Nein, oben drauf setzen und da dann so ein Ding nach vorne. Okay, so komme ich nicht da hoch. Da ist der Weg hoch. Davon sollte ich mir auf jeden Fall ein paar mitnehmen. Ja, ich höre das Ding doch. Hier ist definitiv einer. Komm, wo sitzt du? Da, an dem Wasser. Machst einen kleinen Freudentanz hier im Wasser. Machst ihm kurz ein Bad. Einen Boden bauen. Ach, jetzt habe ich hier einen Schnellreisepunkt. Ne, ich habe einen Boden gebaut. Wofür habe ich einen Boden gebaut? Wenn man einen Monat lang das Spiel nicht gespielt hat, man ist einfach komplett verwirrt. So, sieht hier sonst denn eigentlich noch irgendwas verdächtig aus nach den Viechern? Auf dem Baum würde ich eventuell noch was vermuten, aber ich bezweifle, dass ich es drauf schaffe. Kann ich da überhaupt dran klettern? Ja. Hat nicht funktioniert. Ist zu niedrig. Ja. Aber ich kann da drauf. Würde ich auch so ein Vieh vermuten. Ich komme so gleich sofort, mein Täubchen. So. Ist hier irgendwo was? Hier steckt ein Schwert. Ein Talisman. Das wird mir irgendwie nützlich sein. Das kann ich, glaube ich, nur bei dieser Schmiede ausrüsten. So oder so, ich habe hier oben tatsächlich was gefunden. Okay, jagen wir dem Vieh am besten wieder hinterher. In der Richtung ist es. Und Entschuldigung, dass ich mich leicht ablenken lasse, aber diese Viecher muss man halt mitnehmen, wenn man sie findet. So, Heilung mitnehmen. So, hier rechts. Ist sie immer noch so aggressiv? Nee, deine Hörner sind wieder kleiner geworden. Warte mal, da oben ist ein Ding. Lass mich das eben kurz aktivieren, dann können wir uns kloppen. So. Jetzt können wir uns kloppen. Aua. Um Gottes Willen. Wieder weg.
Aua. Danke. Danke, mein kleiner Tsukumo. Das hilft. Oh. Das war so gut von dir. Kannst du diesen Ansturm einmal machen? Ich will dir was vor die Nase setzen. Hey, das Vieh ist doch noch hier. Warum soll ich eine Verfolgung aufnehmen? Lohnt sich das hier überhaupt? Ich glaube nicht. So, damit konnte man das Vieh verfolgen. Hey, was er mitnehmen. Ich habe übrigens dieselben FPS-Einbrüche manchmal wie ihr, ne? Ich komme. Du wirst mein Abendessen. Ich will Schinken. Dir ramme ich jetzt was in den Hintern. Perfekte Position. Und das meinte ich nicht sexuell, Leute. In deinen fetten Hintern. Unglaublich, das funktioniert. Alter. Wieso rastet das Vieh so schnell im Haus? Da, guck dir das an. Ich muss diese Hörner brechen. Das ist aber leichter gesagt als getan tatsächlich. Aua. Oh nö, schlechter Zeitpunkt dafür. Nee, das schaffe ich nicht mehr rechtzeitig. Das hat gereicht? Ja genau, regen mal das Vieh auf, dass es dich angreifen will. Das finde ich sehr gut, die Idee. Keine Einwände. Aua. Könntest du mich bitte nicht durch die halbe Map schieben? Danke. Ich hab Ausweichen gedrückt, ich schwöre es euch. Ich würde gerade eigentlich ehrlich gesagt gerne gucken, ob hier irgendwo so ein paar Feen in der Nähe sind. Ich könnte die gerade echt gebrauchen. Ich hab nicht mehr so viele. Sind hier irgendwo Feen zum Mitnehmen? Um Gottes Willen. Ich glaube, hier oben sind welche, oder? Die Bäume gaben doch auch Feen, oder nicht? Kann ich ihn nicht einfach die Klippe runterschmeißen und sagen, du stirbst daran? Verdammt, ich wollte erstmal ein paar Feen finden, aber ich finde keine.
Weißt du, nur weil ich die Idee habe, musst du sie nicht gegen mich umsetzen. Irgendwas habe ich kaputt gemacht. Und das hat es nicht glücklich gemacht. Definitiv nicht. Nochmal eben kurz gucken. Muss doch irgendwo was sein. Ich kann das Vieh nicht so lange aus den Augen lassen. Übrigens, Entschuldigung, wenn ich ab und zu den Chat nicht sehen kann, ne? Aber ist ja wohl klar, dass ich mich hier ein kleines bisschen konzentrieren muss. Oh. Komm mal da oben von der Klippe weg, bitte. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das noch trifft. Ich stand hinter dir, Kollege! Ich glaube, hier oben stehe ich gut. So macht man Luftangriff. Vielleicht gehe ich mit den Einstellungen gleich nochmal um einen runter nach der Jagd hier. Glaube ich denn jetzt auf einmal wieder 13? Ey, hier geblieben! Ich hoffe, das reicht. Nein. Natürlich reicht das nicht. Ich weiß nicht mal, warum ich nicht mehr bauen konnte. Der hat das komischerweise da hinten gebaut. Oh, das da brauche ich. Kommt zu mir. Ich habe einen Plan. Der wird funktionieren. Obwohl, kann ich das Ding überhaupt in die andere Richtung drehen? Das hat wunderbar funktioniert. Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Ich wollte mich in sein Gesicht katapultieren. Und ihm so eine runterhauen. Das hat nicht funktioniert. Das Ding stand zu nah an der Klippe. Ein Wunder, dass ich noch hier oben stehe und lebe. Bei meiner Dummheit. Oh, das hilft. Danke, mein kleiner Freund. Das sollte helfen. Fertig. Lauf dagegen. Fliegt die Klippe runter. Ach, schade, hätte ja sein können. Nee, ich greife lieber da an. Beim Kopf fliege ich runter. Ich lebe doch. Hat hier nicht was stehen? Das ist schon wieder Schrott. Das ist ein dummer Zeitpunkt. Diese Betäubung ist echt nervig.
Und nein, da hab ich muss echt ein Lager bauen. Verdammte Axt. So. Perfekte Position. Jetzt komme ich in deine Visage. Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Der hat das Seil einfach gekappt. Ach, er ist tot! Verzeih. Er war so knapp vorm Ende. Ich habe die Fackel entdeckt. Da läuft doch bisher. Sehr ermutigend. Wo kommst du auf einmal her? Seht, das Land hat seine ursprüngliche Form wieder. Ihr habt den Yamauchi erjagt und so den Einfluss des Kemono beseitigt. Hieß denn nicht gerade Floragunzer? Ist nur einen Steinwurf entfernt. Dank euch wurde der Ort nicht verschlungen. Dies ist die Aufgabe eines Jägers. Gern geschehen. Ja. Es scheint, dass sich das Karakuri in eurer Brust gut entwickelt. Lernt seine Macht zu nutzen und euch werden viele weitere zur Verfügung stehen. Was ist das für eine Macht? Die Antwort, die ihr sucht, liegt in eurer Seele. Ihr müsst nur die Hand danach ausstrecken. Als Rat kann ich euch nur dies mitgeben. Jagt. Jagt die Kemono. So heißen die Monster. Doch eine solch banale Bemerkung zum Abschied wäre rüde. Erlaubt mir, euch noch eines mitzuteilen. Ist euch die Kruste in der Umgebung aufgefallen? Was für eine Kruste? Der Puls des Himmels, der alles durchdringt, stagniert. Mit jedem neuen Tag kommt er mehr zum Erliegen. Ordnung wird zu Chaos. Die Natur gerät aus dem Gleichgewicht. Doch ihr könnt ihn erstarken lassen. Durchbrecht die Kruste. Lasst den Puls fließen. Das wird euch die Richtung weisen. Okay. So, erstmal das hier aktivieren. Das könnte nützlich sein. Ja, ich fühle es. Das ist der Puls der Natur. Befreit schlägt er hier stark. Die Ordnung ist wiederhergestellt. Sie nährt die Saat in euch. Minato erwartet euch. Schreitet mit neuer Macht voran, Jäger. Möget ihr vom Glück... Nee, das Wort, das kenne ich nicht. Wirklich saubere Arbeit. Alles verrottet. Die Umwelt beugt sich seinem Willen. Ich kann kaum glauben, was ich gerade gesehen habe. Dann fang an zu glauben, ich habe das Vieh erlegt. Ich auch nicht. Du hast es dem Vieh gezeigt. Ich habe dich wohl unterschätzt. Nun, wir sind vorerst in Sicherheit. Wir sollten die Flugleine einsetzen und nach Minato zurückkehren. Aber erstmal würde ich gerne hier ein Zelt bauen, wenn ich darf. Praktisch. Immer fehlt etwas.
Glaube ich denn, dass der Drachenschlund mal mächtig genug ist? Das nimmt ja sogar ab. Okay, wartet. Ich wollte jetzt einmal ganz kurz speichern. Dann wollte ich hier mal eben kurz in den Einstellungen gucken. Da sieht man übrigens auch noch mal, dass ich hier nur einen Monitor habe. Hier habe ich halt alles auf Maximum. Ich könnte, ne, kann halt allerhöchstens nur das hier um einen runterstellen. Aber ich finde, bisher geht's eigentlich. Ich schaue mir das noch eine Weile an. Wenn es zu schrecklich wird, dann mache ich wirklich um einen runter. Ach stimmt ja, ich habe was Neues ja freigeschaltet, ne? Hier die Fackel. So, was mache ich damit? Ein Flammenangriff! Nützlich. Aber unpraktisch, dass es mich gerade nach vorne schleudern wollte, wo ich direkt an der Klippe stehe. Nee, warte mal. So. Das sollte helfen. Eine recht seltsame Apparatur. Kommen wir damit wirklich auf die andere Seite? Einfach ja, wird schon funktionieren. Im Bruchteil einer Sekunde. Passt schon, ne? Wir haben es fast geschafft. Oh, was für ein anstrengender Tag. Du hast gleich reden, du musst es gerade nicht gegen einen riesen Warzenschwein kämpfen. Tja, wir haben es geschafft. Ich hatte schon befürchtet, wir würden es niemals wiedersehen. Aber hier ist es. Das ist Minato. Was für eine epische Musik. Und gerade sind irgendwie komplett FPS-Stops da. Das von dem Vieh, was ich gerade eben erlegt habe. Na? Und? Hast du dich schon eingelebt? Ein bisschen. Ah, ist das so? Ah, wie schön für dich.
Ah, da endlich sieht man mal meine schöne Friese. Meine Anime-Frisur. Und Filmsequenz ist vorbei. Ein Moment. Bin wieder im Bild. Neue Rüstung kann geschmiedet werden. Hier könnte ich Leute dazu holen. Das habe ich aber generell ausgeschaltet. Und ich kann natürlich den Tsukumo verbessern, weil ich habe ja schon so einige gefunden, ne? Jetzt kann ich eigentlich auch meinen Chat wieder auf die rechte Seite packen. Jetzt weiß ich ja wieder, wie es geht. So, die Verteidigungsform habe ich mal verbessert und die Fädenform. Kann ich mir Fäden tragen? Wenn ich mich hier. Ja, wenn ich hier ausruhen kann, dann kann ich mich bestimmt auch hier importen. Im Moment kann man ja über die Karte sehen, oder? Nee. Dann kann ich reisen, dann. Hier sind so einige Schnellreisepunkte. Ich würde aber gerne dieses eine Teil ausrüsten, wenn ich das hier irgendwo darf. Hier darf ich auch alles bauen, was ich will. Ich habe hier eine freie Ecke. Ausrüstung ändern. Da habe ich ja diesen Talisman. Eine Kette, an der ein Kreuz aus Stein hängt. Scheinbar befand sich auf ihm eine Inschrift, die nun aber nicht mehr lesbar ist. Vielleicht die Auswirkung der Witterung. Okay. Ich habe Wiederbelebung. Noch gucken, vielleicht kann ich ja mal meine Waffen upgraden. Also mein Schwert. Ja. Könnte ich. Müsste ich aber hier den linken Bauweg einmal machen. Wäre aber, glaube ich, praktischer. So, dann gehen wir mal hier den Weg. Erhöht den Angriff, erhöht die Chance auf kritische Treffer. Ich habe lieber kritische Treffer. Rüstungsmodifikationen. Modifikationen können verborgene Kräfte in Rüstungen wachrufen. Jene, die dem Pfad der Zivilisation folgen, glauben daran. Das Pipapo ist. Okay. Allheilwasser, was bringt mir die Fähigkeit denn? Okay. Sehr gerne. Ist auf jeden Fall, glaube ich, besser als meine jetzige Rüstung. Sofort ausrüsten, ja. Grausam, das war doch Angriff. Mir gefällt der Helm. Dafür müsste ich aber nochmal so ein Vieh töten, wenn ich die Rüstung ganz haben will. Habe ich Jagdarm überhaupt? Glaube nicht. Bringt mir, glaube ich, echt nichts. Ach, warte, ich kann ja mal hier gucken.
Kopfbedeckung anzeigen. Nein. Ist das jetzt generell weg? Ja, das wollte ich doch die ganze Zeit. Ja, guck mal. Wirkt das schon mal besser. So ein kleines bisschen schlechtere Auflösung. Aber wenigstens keine FPS-Drops. Wollen die alle was von mir? Ah, bewirbst du heute wieder deine Dienste? Scheinst dich gut eingelebt zu haben. Ja. Tja, da du die Arbeit von zwei oder gleich drei Männern übernimmst, bleibt mir kaum mehr, als meinen Becher wieder mit Sake zu füllen. Kann ich auch einen Becher? Erdbeben! Entschuldigung, ich konnte es nicht mehr halten. Scheint vorüber zu sein. Das war mal wieder besonders kräftig. Fühlt sich so an, als würden sie jeden Tag stärker werden. Das macht die Reparaturen an der Brücke auf dem alten blütengesäumten Weg unmöglich. Für dich mit deinen Karakuri macht es wohl keinen Unterschied. Ja, ich kann ja einfach eine Leine rüberziehen. Bevor ich es vergesse, du solltest später mit der werten Prinzessin reden. Unsere Verwalterin hat nach dir geschickt. Im Übrigen, nur weil man die Kopfbedeckung jetzt nicht mehr sieht, heißt es nicht, dass sie nicht da ist. Vielen Dank. Mann, immer diese aggressiven Leute, die mit einem Schwert rumrennen, ne? Willkommen. Geht's dir gut? Wollt ihr nun etwas oder steht ihr einfach nur rum? Ihr seid den anderen Kunden im Weg. Falls ihr etwas Bestimmtes sucht, spuckt's einfach aus. Meine Arbeit ist gut, aber ich arbeite schnell. Ist das jetzt was Negatives? Wenn ihr etwas wollt, raus damit. Ah, hier kann ich Ornamente was herstellen lassen. Dafür habe ich aber die Stoffe nicht. Ach, das sind einfach nur Cosmetics. Ja, guck mal, ich habe ein Schleifchen. War's das? Ja, das war's. Ich habe einige neue Waffen basierend auf eurer Ausrüstung entwickelt. Ich bin offen. Nehmen wir mal den Auftrag an. Entschuldigt. Würdet ihr etwas für mich erledigen? Jetzt kommen die Nebenquests. In letzter Zeit hatte ich sehr viel zu tun. So langsam geht mein Materialienvorrat zur Neige. Das ist zwar gut für das Geschäft, aber so kann ich unmöglich all diese Aufträge erfüllen. Ich hatte gehofft, dass ihr noch ein paar Materialien für mich sammeln könntet. Ich bezahle euch gern dafür. Vielleicht habe ich sie ja schon gesammelt. Das alles muss sicher viel einfacher gewesen sein, als die Karakuri noch funktionierten. Bringt mir bitte die benötigten Materialien, wenn ihr sie habt. Ich wäre euch sehr dankbar. Kann ich das Ding nicht mehr raufbeschwören, oder wie? Ich hoffe, das klappt. Doch, klappt er noch. Ich habe das Gefühl, ich habe hier einiges zu tun. Aber was will die denn überhaupt haben? Kann ich das irgendwo nachgucken? Da, Minato-Aufträge. Liefer 5 Herzsteine. Aber habe ich 5 Herzsteine? Eine Pistole kommt. Ich habe 7 Herzsteine. Hier, kannst du deine 5 Herzsteine haben. Hier. Und ich werde mich Erfolg freigeschaltet. Mitgebrachten Materialien an. Perfekt. Dank euch kann ich alle Aufträge erledigen und muss niemanden enttäuschen. Ja, ich weiß, wie sich das anfühlt. Die Zahl der Handwerkszunft sinkt immer weiter. Und wir sind immer alle enttäuscht, wenn sie mich nur sehen. In der ganzen Stadt. Also müssen wir alle mit anpacken, um diese Probleme zu bewältigen. Minatos Zukunft liegt in unseren Händen. Jedenfalls wart ihr eine große Hilfe. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr wollt, habe ich bestimmt bald ein... Es besteht keine Ei... Also, auf Wiedersehen. Ja, die hat jetzt ihre Herzsteine, ne? Die müsste glücklich sein. Kann ich mit dem Boot hinausfahren? Das wäre schön. Also die, die so ein Symbol über sich haben, haben Aufträge für mich.
oder wollen sich vorstellen. Ihr müsst der Jäger sein, über den in Minato derzeit jeder spricht. Ich bin Ruri. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich handle im ganzen Land mit Waren. Es gibt da etwas, wobei ihr mir behilflich sein könntet. Das wäre? Ich wurde damit beauftragt, Material von einem Frühlingswächter zu besorgen. Jede Menge davon. Und zwar so schnell wie möglich. War das nicht das erste Vieh? Diese komische Ratte? Können mir dabei aber nicht weiterhelfen. Daher fragte ich mich, ob ihr nicht Interesse hättet. Ich würde es ja selbst erledigen, aber ich muss zugeben... Nun ja... Egal. Nun, es ist eine wirklich große Bestellung. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Echsenblüten will sie haben. So, hier. Du wolltest mit mir reden. Willkommen, willkommen. Tretet ein. Schau an, wie immer in bester körperlicher Verfassung. Naja. So fühle ich mich nicht. Oh je, das können wir so aber nicht belassen. Warum gönnt ihr euch nicht etwas, um euch den Tag zu versüßen? Ach ja, im Übrigen, ihr seht da oben so ABXY, ne? Das Spiel ist standardmäßig auf Xbox-Controller eingestellt und ich sitze hier mit einem PlayStation-Controller, also nicht verwundern, dass mich das da oben teils verwirrt. Ihr verwöhnt mich ja richtig. So, was hast du denn was am Bahn? Ihr gerne kaufen? Ah, Lebensmittel kann ich hier kaufen. Und die Herzsteine. Davon kaufe ich mal was. Davon kaufe ich ein paar. Ich will mal ein paar Fische braten. Kosten. Die sind wahrscheinlich mega köstlich. Getrockneter Goldsesam. Habt ihr alles, was ihr braucht? Lasst mich einen Blick darauf werfen. Und ich kann das Zeug selbst natürlich auch an die verkaufen. Hofft ihr etwa doch, ich stehe euch für immer zu Diensten. Ich habe eine Verehrerin. Ach, gut, dass ihr hier seid. Hallo Prinzessin. Für euch mache ich immer alles. Eure Bemühungen sind uns nicht entgangen. Ihr seid Minato eine große Hilfe. Unsere Stadt ist die einzige Ansiedlung, die in Azuma noch steht. Während der Herrschaft des Ishido-Clans walteten hier einst die unbeugsamen Bando-Krieger. Nach dem Untergang der Ishido-Gouverneure fiel die Region unter die Kontrolle des Ago-Clans. Doch sie erachten sie als ein wertloses Stück Land. Indem sie uns als Verwalterin einsetzten, konnten sie sich der Scham gegenüber dem Clan entledigen. Sie hoffen, dass Minato und wir in Vergessenheit geraten. Doch Kunst und Handwerk aus Kimono-Material sind noch immer sehr begehrt in der Hauptstadt, auch wenn wir heutzutage weniger herstellen. Bis zu eurer Ankunft gab es keine Jäger, die es mit solch furchtanflößendem Kimono wie dem Flora-Grunzer aufnehmen konnten. Dank euch können wir spüren, wie die Seele der Stadt wieder aufblüht. Dafür sind wir zutiefst... Ach, keine Ursache, dafür habt mir dafür nur in den Arsch getreten. Da wir schon von der Seele der Stadt sprechen... Das windmühlenartige Bauwerk im Herzen von Minato wird von den Bewohnern Seelenrad genannt. Wir wissen nichts darüber, wie Karakuri funktionieren. Daher wissen wir auch nicht, was man tun muss, damit es sich dreht, wie vermutlich dereinst. Doch wir wünschen uns, dass es sich eines Tages wieder stolz über den Dächern der Stadt dreht, während das Volk in den Straßen darunter gedeiht. Wäre uns in unserem hohlen Amt als Verwalterin doch nur ein Quäntchen Einfluss gewährt. Verzeiht, wir schweifen ab. Wir haben euch gerufen, um eure Hilfe zu erbitten. Die Hauptstadt schreit förmlich nach neuer Handwerkskunst. Mit euren Fähigkeiten können wir damit wahrscheinlich dienen. Okay. Wir benötigen Materialien, die ihr nur von einem Tsunobashiri erhalten könnt. Was für ein Ding? Einem Geleiter-Kimono, das auf der Insel Natsukodachi lebt. Er jagt uns eins. Okay. Seit geraumer Zeit haben die Jäger keine Beute mehr jenseits des Harugasumi-Pfads gemacht. Und Suzurane hält die Materialien für ihre Forschung. Ihr könnt die Insel mit einem Boot erreichen. Sprecht mit Nobumitsu Tsumori, dem Oberhaupt der Fischerzunft. Sehr gern. Es ist Zeit, dass wir so viel von euch verlangen. Aber diese Jagd könnte für unsere Stadt höchst nützlich sein. Es besteht jedoch keine große Eile.
Wir wissen, dass eure Zeit sehr begehrt ist. Eure Fähigkeiten machen euch unter den Bürgern sehr gefragt. Wir hoffen, ihr werdet... Ja, Jäger sind ja eine Rarität, wie wir aus dem ersten Stream wissen. Diese Taste, die da angezeigt wird, habe ich nicht. Ich verkaufe nicht. Da ist eine Aufgabe. Oh, hier ist eine Schatzkammer. Ich habe gehört, man will mir ein paar Schätze abdrücken, dafür, dass ich euch die ganze Zeit beschütze. Ne, Leute. Dafür bin ich da, um euch alle zu beschützen. Ich mit meinen feuerroten türkisen Haaren. Obwohl, nee, eher so azurblau. Ich bin auch ein bisschen erkunden. Also klar, einige von euch haben das Spiel wahrscheinlich entweder selber schon durchgespielt. Oder bei einem anderen Streamer, YouTuber etc. schon zu Ende geguckt. Da oben ist doch auch noch was. Wie komme ich denn da hin? Hier komme ich da hin. Das wäre geklärt. Hallo. Das ist ein Symbol, das ich noch nicht kenne. Du willst was von mir? Oh, ihr seid also ein Jäger, ja? Ich bin Rio Simon, ein einfacher Händler. Ich hatte hier in Minato geschäftlich zu tun, aber mein Geschäftspartner ist nicht aufgetaucht. Okay, den soll ich wahrscheinlich suchen. Er ist ebenfalls Jäger und kein schlechter. Ich habe in der Vergangenheit bereits Waren von ihm gekauft und er war immer sehr zuverlässig. Er versprach mir diesmal ein Hirschgeweih. Davon habe ich mehr als genügend. Zugestoßen. Ich mache mir Sorgen. Um ihn und um mein Geschäft. Ihr habt nicht zufällig Zeit, nach ihm zu suchen, oder? Und vielleicht noch einen Hirsch zu erledigen? Hängt davon ab, wo er rumgammelt. Hallo? Warte mal, bist du eigentlich ein Kerl? Ah, guten Tag. Wieder auf der Jagd? Falls ihr Vorräte braucht, ich dachte, du bist eine Frau. Sich erfreuen, solch anmutige Kundschaft in ihrem Laden zu begrüßen. Ihre Worte, nicht meine. Wusstet ihr, dass es hier einst ein Badehaus gab? Nein, aber da würde ich gerne hin. Möglicherweise funktioniert das Karakuri zum Erhitzen des Wassers nicht mehr. Sie hat weder Kunden... noch jemanden, der sich um sie kümmert. Die Zeit zwingt uns am Ende alle in die Knie. Nichts überdauert ewig. In einem Moment kannst du alles für andere sein. Im nächsten nichts. Wertlos. Leer. Das ist das Schicksal aller Dinge. Karakuri. Kemono. Menschen. Okay. Entschuldigt meine Melancholie. Lasst euch von meiner Stimmung nicht den Tag verderben. Lass ich nicht, keine Sorge. Das schafft nur ein riesiges Wildschwein, das mich aufessen will. Kogyoku war sehr gut. Okay, sonst willst du nichts weiter von mir. Hallo, Jäger. Was haltet ihr von einem kleinen Auftrag? Es gibt ein Problem mit den Bewässerungskanälen. Das Wasser ist unbrauchbar geworden. Bis das Problem beseitigt wurde, wird hier nichts wachsen. Anscheinend hat eine Zederngeißel sich auf einem Stück Landfluss aufwärts eingenistet. Sie wird alles töten. Alle Fische und all unsere Pflanzen. Okay. Ich fühle mich unwohl dabei, aber würdet ihr sie dennoch jagen? Sonst wird das unser Ende sein.
Das war das Vieh, was dieses Harz die ganze Zeit verteilt hat, wenn ich mich recht erinnere. Hier geht's wahrscheinlich zu der einen Ebene wieder raus, ne? Ja, wahrscheinlich. Hier unterhalb von mir will auch einer reden. Gerade droppen auch die FPS wieder ein bisschen. Hey! Hier drüben! Ich lebe noch! Hier drüben! Das ist ein schönes Lied. Na endlich! Zeit für die Abreise. Ihr habt euch ordentlich Zeit gelassen. Ich bin beinahe eingenickt. Vor allem bei dem schönen Wetter heute. Also, wie läuft die Jagd? Etwas müsst ihr auf jeden Fall richtig machen. Alle hier sehen glücklicher aus, seit es euch hierher verschlagen hat. Ich geb mein Bestes. Tatsächlich? Fabelhaft! Ich habe in der ganzen Stadt nur Gutes über euch gehört. Ich hoffe sehr, dass ihr euch hier auch wohlfühlt. Ihr braucht also ein Schiff zur Seeleninsel, ja? Glaubt mir, dorthin wollt ihr nicht unvorbereitet aufbrechen. Dort lauern die ganz großen Fische, wenn ihr versteht. Die Kimono auf der Insel sind viel zäher als die, die ihr am blütengesäumten Weg gejagt habt. Ich glaube, der Smaragdgleiter lebt auf der Südseite der Insel. Ich weiß jedoch nicht, wo genau ihr ihn finden könnt. Okay. Früher haben die Jäger Karakuri genutzt, um ihre Beute zu finden. Ohne müsst ihr wohl oder übel mit veralteten Jagdmethoden Vorlieb nehmen. Und hoffen, dass ihr nichts findet, was ihr nicht bewältigen könnt. Vielleicht seid ihr ja gut vorbereitet, aber es würde nicht schaden, nochmal eure Waffen und Ausrüstung zu überprüfen, bevor wir ablegen. Ich halte das für eine gute Idee. Falls ihr euch sorgt, solltet ihr euch an Natsume wenden. Sie wird euch sicher mit der besten Ausrüstung ausstatten. Oh, bevor ich es vergesse. Wie ihr wisst, ist die Fischerzunft nicht nur für den Fischfang, sondern auch für den Seehandel zuständig. Dabei stoßen wir oft auf Probleme. Wir könnten einen talentierten Jäger wie euch gut gebrauchen. Falls ihr also mal nicht genug zu tun habt, dann kommt doch einfach zu mir. Natürlich werden wir eure Mühen entlohnen. Okay. Ihr habt gesagt, dass ihr die Smaragdgleitermaterialien zu Sudan gebt? Ja, sie kennt sich mit Kimono. Ihr wollt wissen, was noch zu tun ist? Oh Gott, deswegen gibt es hier viele Aufträge. Hier ist die Liste. Wie hieß der Pfad, wo ich gerade eben war? Auf Wiedersehen. Da ist die Insel, ne? Wo auf der Karte bin ich denn gerade? Das war auf jeden Fall beim Haragasumi-Pfad. Wir hätten hier sehr viele Nebenquesten. Um Gottes Willen, jeden von diesen großen Monstern auch noch mal jagen, ist hier drunter. Aber es könnte sich lohnen, das einmal erst zu machen. Bevor wir hier zu der Insel aufbrechen. Steht euch der Sinn nach? Ihr wollt wissen, was noch zu tun ist? Hier ist die Liste. Kann ich einfach alle annehmen? Nee, ich darf nur 5 annehmen. Ja, das lässt sich erledigen. Das schaffe ich sowieso nebenbei. Wahrscheinlich eher weniger. Das würde ich sowieso nebenbei versuchen. Das würde ich noch nebenbei machen. Ach, ich muss das Mineral erst sammeln, damit ich die Häuser bauen kann, oder wie?
Habe ich noch Mineralbeschaffung auf die Liste. Dann geht es wohl wieder an die Arbeit. Auf Wiedersehen. So, jetzt muss ich erstmal da hoch. Bei mir ist das übrigens auch gerade so ein bisschen flimmerig, wenn ich so ein bisschen nach links und rechts schwenke. Was will denn da gebaut werden? Kann ich das lesen? Nein. Hey, lass die Sojabohnen mal stecken. Mir ein, ich muss ja hier noch irgendwo noch einen weiteren Auftrag annehmen, ne? Heute ist es wieder windstill. Warte, Karte. Ach, hier ganz hinten ist der Auftrag. Gut, dass die Schnellreise so gut funktioniert. Da. Hallo. Oh, welch ein glücklicher Zufall. Ich habe einen Auftrag für euch Jäger. Was soll ich jetzt noch zu sich jagen? Ich stelle eine Kultur her, die alle hier in der Stadt nutzen. Das Problem ist nur, ich wollte heute die Pflanzen sammeln, die ich dafür benötige. Okay. Aber jede Pflanze, die ich fand, war verwelkt. Vermutlich, weil sich ein Kimono dort niedergelassen hat, wo ich immer meine Zutaten sammle. Ich befürchte, dass ich die Tinktur nicht mehr herstellen kann. Und dass sich dann alle anderen auch sorgen. Sie ist hervorragend für Schramm und Kratzer. Die Leute schätzen sie sehr. Ohne die Tinktur würden einige Wunden schon bald übel aussehen. Ich hatte gehofft, ihr könntet das Kimono jagen, damit die Pflanzen dort wieder wachsen. Ihr würdet der ganzen Stadt einen großen Gefallen tun. Noch ein Vier jagen. Was mir hier Probleme macht. Noch mal hier gucken, was man hier noch so alles bauen kann. Zumindest demnächst. Ich wüsste nicht, warum man das bauen will. Was mit dem Bauwerk hier? Das hier war ja schon mega nützlich. Kann man da eigentlich auch dieses Teil zum Vorwärtsschleudern draufsetzen? So zusätzlich? Ja. Ich hab's probiert, funktioniert nicht. Aber es sieht toll aus. So. Wohnsitz der Verwalterin. Großes Tor. Ich habe gehört, wir jagen alte Bosse nochmal. Der Haragasumi-Fahrt. Ja, Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.